Und Kappa ist Beste. Kappa, Kippo, Kappi, gigantisch. Ohne Kappa wäre Twitch nicht Twitch. Ein Mitarbeiter, der schon lange dabei ist. Und die Employee-ID war Kappa, oder was? Okay, ich glaube, dass Specky schon raus ist. Vielleicht hat ihm nicht gefallen, dass ich seine Skillung nicht mag. Oder erstmal probieren wollte. Ich wollte mal kurz vergleichen. Meine Skillung, seine Skillung. Aber wenn ihr mit dieser Skillung Level 30 schafft und ich schaffe Nummer 19, muss sie richtig sein und wichtig. Das heißt, ich werde mir sie angewöhnen. Weil ich will auch weit kommen. Nur ich frage mich trotzdem, wo der Schadensoutput mehr ist im Vergleich zu anderen. Weil ich mache 7 Stacks bei meinem auch. Ich mache Erdrausch und ich habe sogar noch diese 25% Angriffstempo. Ich versuche sie zu nutzen, wenn die Mobs zusammen sind und ich halt 7 Stacks habe. Also, was mache ich denn für Fehler? Ich habe gerade eine neue Skillung. Ich muss gerade da schauen. Ich bin gerade total unsicher. Mit meiner geht es dann entspannter, weißt du? Die habe ich jetzt 1-2 Tage geübt. Du ziehst nicht mehr als 2 Packs zusammen. Ich soll nur die 2 zusammenziehen hier. Das und das. Mehr nicht. Also das hier. Das. Und halt das. Und das war's. Und nicht so weit laufen, weil die Laufwege sind schon scheiße. So, ist was zusammengezogen. Du musst laufen und du preps, bist du schneller. Also preps heißt mein Stack vorher aufbauen oder wie? Ja, ich weiß schon, Preparation, klar. Stehe schon, aber was? Stacks aufbauen. Das ist eins, was ich mir vorstellen kann hier. Ja, sicher, das sehe ich schon. Ja, die Elite sind eh nervig. Da verliere ich so viel Zeit. Die sind so nervig, die Elite. Oh, man hätte sie. Muss tauschen. Vielleicht sogar grinden, ich weiß nicht. Oder diesen Portal da abhängen. Mit Verlängerung. Ich mache als Dailies immer die Jagddinge. Also eigentlich das, was ich halt mache. Also ich mache es halt nicht anders, als das da steht. Ich mache meine Dailies, ich mache die Jagddinge, ich mache ein bisschen dieses Dings da. Also ich hätte jetzt, glaube ich, die Mobs jetzt nicht holen müssen. Ich hätte meinen lieber kaputt machen müssen, ne? Schätze ich mal. Das geht halt bei dem nicht hier, Flutschi. Bei dem Char. Das ist ja das Problem. Das geht bei dem Char nicht. Also soweit ich es verstanden habe, geht das nicht. Das ist halt das A und O. Also du musst halt verzichten, sonst auf diese Attack Speed, das ist halt zu krass. Also so habe ich es verstanden, vielleicht kann man da was anders sagen. Aber damit hast du Max Output halt. Moin Brennstoff, na? Hast du bis jetzt geschlafen? Ich habe mir so 2 Stündchen gegönnt, dann war ich schon wieder wach. Bin dann aufgestanden, geduscht, rasieren und frühstücken. Was mich bei dem Bild halt ein bisschen stört, ich habe nicht so viel Mobility. Okay, also schon für Bosskämpfe, weil hier... Dann kann ich das da ganz normal nutzen für die Bosskämpfe. Hier, Bosshammer, meine Skillung weg. Und wenn ich AOE machen will, mache ich meine Skillung wieder, oder? So, kann ich hier rumlaufen, kann ich hier Ding, mach meinen Teil hier. Ziehe zusammen, mach meinen Hohen an und go. Ja, normal. Also das dauert halt. Man kann das Ganze auch durch einen Hammer ersetzen, wenn es sein muss. Ich habe nur mit dem Zyklon gemacht, weil ich entspannter spielen kann. Kann ich ein bisschen wegschauen, kann... Finde ich das gut. Ein bisschen hier rumlaufen, ein bisschen pullen. Kann auch nochmal herziehen, wenn es sein muss. Kann meine Stacks jetzt schnell aufbauen, wenn sie wieder abgebaut. Mach ranziehen, mach Hohen und mach go. Was Deftiges hatte ich. Ich hatte Käse-Wurstplatte habe ich mir gemacht. Sogar noch ein bisschen Spinat oben drauf. Sehr geil. Danke dir, Tuva. Also ist das okay, Chiller, wenn ich das für Bosskämpfe nehme? Die Skillung von eben. Und hier das hier, was ich hier mache, jetzt für Dings da. Das macht nichts. Ich werde halt ein Level pro Woche. Passt ja. Dann habe ich viel vom Spiel. Zu impulsiv beim Pullen. Nicht als erstes Deck. Okay. Das heißt, ich muss mich umschauen und wo ich am besten hinlaufe. Ich versuche halt so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu pullen. Das war halt mein Gedanke. 6 Mobs Packs, 2x3 Pull für dich, Opti. Das mit Gesicht habe ich schon gemerkt letzten Tage. Das habe ich schon gemerkt hier. Da hast du recht, jetzt Chiller. Dein Gesicht. Das war kaum zu überlesen hier. Hat Zelatus gestern Spaß gehabt im Arena, war ganz witzig. 3 gegen 3 war halt wild, der Tempel. Von mehreren Slayer angegriffen worden. Und Schurken war nicht so geil, aber 1 gegen 1 war cool. Ich hab mein anderes Bild hier. Was soll ich hier, Kinder im Chat? Hab gestern auch wieder Arena gemacht, 18 der Kämpfe gewonnen. Ich hab 9 von 10 verloren, aber da habe ich halt meistens gegen 2 gekämpft. Da kann man sich zwar aufregen, aber passiert. Wenn man gegen 2 Slayer kommt oder Slayer und Schurke oder 2 ist immer schwierig. 1 gegen 1 hat sich gebockt. Das war cool. Problem ist, bei 1 gegen 1 habe ich halt die Punkte nicht bekommen. Aber nachdem ich die Punkte fertig hatte, noch 2 1 gegen 1 Matches gemacht. Gegen einen Elementalist, glaube ich. War okay, war entspannt. Habe ich meine Fähigkeit nutzen können. Bisschen countern, bisschen schaden, bisschen blocken, die stunnen. Im PvP nutze ich halt das hier. Das ist meine PvP hier, mehr oder weniger. Kann ich ein bisschen entspannter spielen. Habe ich ein bisschen mehr aushalten. Kann ich hier blocken, kann ich hier ranziehen. Kann ich stunnen. Kann ich chargen, kann ich mal hier zack in die Fresse, nochmal, mal zack, kann ich 5 Stacks aufbauen, Not auch ranziehen. So, ich habe 1-2 gegen Slayer gewonnen, die können halt nichts. Du bist nochmal, welchen Char haben wir nochmal gespielt? Hast du auch den Char, den ich gespielt habe hier, Zelatus?
Also hast du auch den Warlord hier? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich probiere halt im PvP auf Maximum Survival zu spielen. Maximum Stun, dass ich stunnen kann, dass ich überlebe und hier immer wieder chargen kann. So. Aber ist schon cool. Also das mit diesem Blocken und so, wenn ich jetzt hier, indem ich jetzt hier hauen, wenn ich blocke, kann ich halt mit C, zack, das ist immer gestunt. Dann kann ich es nochmal stunnen hier so. Dann kann ich es noch mit dem Schild hier einmal, zweimal nochmal geblockt. Und jetzt hier so. Dann guck mal hin, dann chargen. Wenn der noch auch will, dahin chargen. Leider kann ich nicht in einen durchstarten. Zusammenziehen, nicht da, aber ist egal. Nur ein bisschen blocken, überleben üben. Trotzdem tue ich mich schwer, beim Schurken aus diesen großen roten Flächen immer rauszukommen. Das ist nicht so einfach. Die großen roten Flächen sind schon sehr wild. Nee, dieser Pfeilding, der so riesig ist, der so wehtut, eigentlich, den meine ich. Also der so eine riesen Fläche hat. Und dann gegen Schurke und gegen den Slayer habe ich mir schon ein paar Mal den Arsch verbrannt hier. Das war nicht so geil. Du hattest vorhin gefragt, wie kommst du an diese Dinger hier, Phoenix? Luminous Battle Zone, das weiß ich gar nicht. Ich hatte am Anfang einen, jetzt habe ich drei. Kann sein, wenn du vielleicht welche Inis machst oder verliest. Weiß das jemand, wie man da direkt rankommt? Ich mache immer so viel im Spiel, ich mache irgendwie alles und danach habe ich einfach irgendwas. Aber wo ich was genau freigeschaltet habe, kann ich euch jetzt nicht immer sagen. Also Aster und Slayer sind für mich sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen im PvP. Elementarist war jetzt gestern einigermaßen okay, aber ich glaube, diese Person konnte halt nicht spielen. Hatte ich halt ein bisschen Glück. Also schätze ich jetzt mal. PvP-Skillung auf jeden Fall vergessen. Ja, für dieser Trash reicht halt. Ich mag das halt so ein bisschen blocken. Wieder Energie aufbauen und wieder voll. Stacks habe ich jetzt vernachlässigt ein bisschen. Hau mich. Zack, wieder Stun und nochmal. Zack, zack. Wie machen wir das mit 1 gegen 1? Gleichzeitig anmelden, meinst du, das geht? Oder ist das hier nicht möglich? Ach, kann man? Geht das? Okay, cool. Mal testen. Quest ist schnell fertig. Ach, so schnell ist das so eine Sache. Trotzdem, wenn ich hier schon bin, muss man wieder auf PvP. Mal kurz Abklingzeit abwarten. Okay. Ist ja gut, ich habe jetzt mehrere verschiedene Skillungen. Ich muss dann schauen, wo ich welche am besten nutze. Und wenn Specky und Wookie sagen, die sind schon auf Stufe 30 mit der Skillung, bei dem Dings da, ist das schon heftig. Also da muss da schon was dran sein. Nur ich verstehe nicht zu 100%, warum ich beim Single Target da mehr DPS haben soll als mit meiner Skillung. Nicht mit der, sondern mit der Hammer-Skillung. Ich baue 7 Stacks auf. Ich mache den hohen, hab 25% mehr Attack Speed plus den Hammer und mache weniger Schaden als mit der Skillung. Verstehe ich nicht ganz, weil durch hohen habe ich ja noch einen Verstärkschaden. Das ist nicht die, die ich jetzt spiele. Ich habe noch extra Single Targets genommen. Und ich mache sogar noch, genau, ich habe 7 Stacks. Ich habe den Hammer, also ich habe 7 Stacks, hohen plus Rüstung zerreißen auf dem Boss und nochmal 10% mehr Schaden. Und trotzdem mache ich weniger Schaden als mit der anderen Skillung. Deswegen wundere ich mich halt, wo da genau. Mal kurz. Kann ich hier was schreiben? Warte, was schreiben hier. So, also, ich habe 7 Stacks von, wie heißt das Viech? Drehsprunghieb. Okay. Dann habe ich 25% Angriffstempo. 25% Angriffstempo durch Hohn. Dann habe ich noch, mal schauen, dass wir es genau nehmen. Dann habe ich auch noch, es müsste 10% mehr Schaden, erhöht jeglichen Schaden um 10%. 10 bis 30% Schaden mit Schildhieb. Und dann mache ich halt den Berserker Smash drauf. Der heißt ja genau Berserker Schmetterer. Okay, so versuche ich, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Ja, Spin ist egal, das ist nicht die Skillung. Ich rede von der anderen Skillung. Bis später, Witzart. Also, 7 Stacks Drehsprunghieb, 25% Angriffstempo durch Hohn. 10 bis 30% mehr Schaden mit Schildhieb, je nachdem wie viel ich halt dann aufgebaut habe. Und dann mache ich Berserker-Schmetterer. So hatte ich das halt. Die Skillung habe ich eh nicht mehr, weil ich jetzt umgeskillt habe, aber das ist aber gut. So. Und jetzt ist diese Skillung im Damage mehr. Ich will nur verstehen, warum. Warum ist das hier mehr? Okay. 7 Stacks. Gut, davor kommt dann noch dieses komische Erdrausch. Hier kommt dann noch Erdrausch zusammen. Hier kommt noch Erdrausch dazwischen. Okay, da kommt Erdrausch hin. Genau, und das möchte ich anstellen. Ich weiß noch nicht genau, wie das in Kombination funktioniert. Und da bin ich noch ein bisschen lost, deswegen versuche ich das herauszufinden. Okay, also, 7 Stacks. Hey, Katie. Wir versuchen gerade die Spells und die Skills zu verstehen und der Aufbau von einem auf das andere. Also meinst du, man kann sein eigenes Damage Scaling, man kann das nicht so kombinieren, wie ich das mache? Also meinst du, wenn ich den 7 Stacks von Drehsprung hier, 25% Tempo plus 10 bis 30, ist das in Kombination gleich 0, weil der Berserker-Schmetterer das eh scheißegal macht? Oder wie? Genau. Was geht, Katie? Alles fit im Schritt? Hast du schon ins Spiel reingeschaut? Wie ich ja schon letztens gesagt habe, ob sich das für dich lohnt, wenn du so da hart pusht, weiß ich nicht. Und Hype brauchst du eh nicht. Bist ja eh schon Hype genug.
Wie kann ich eigentlich beim Twitter antworten? Achso, Andromeda Ontari. Ich finde das gut hier, Zelatos. Das ist ja okay, dann können wir in Ruhe spielen. Dann können wir entspannt spielen ohne Leute, die nur so kommen. Okay. Kannst du mir das mal kurz erklären, Chiller? Oder wenn Wookie, hast du dein Level erreicht? Dass wir mal kurz über deine Skillung sprechen oder über eure Skillung. Ich glaube, ein Ding ist weg. Hier, wegen dem eigenen Damage. Ist damit gemeint, dass die Skillung allein, also dass ein Spell das Damage Scaling für sich hat und der andere Spell dann kaum scheißegal ist? Man kann nicht aufeinander aufbauen. Oder ist damit gemeint, dass ein Spell auf den anderen aufbaut? Schau mal dein Skill. 24 getimed. Ist das. Ich habe gesehen, die Welt hat 29 geschafft, aber ich glaube, 29, 24 ist gut für dich. GZ? GZ? Wenn dir das viel wert ist und was bedeutet, freue ich mich für dich. Für mich wäre das nichts. Hier sieht das Bild ein Power Rating. Wo steht das? Sie sehen auf dem Hauptskill Kraft. Irgendein Erdrausch. Verknüpft Erdrausch. Wird zur Fertigkeit, die sich bis zum. Achso, sorry. Ja. Ich habe verpeilt. Alles gut. So. Ja, das dauert, Katie. Das dauert. Ich habe sogar AFK-Farming lassen heute mit 2 Millionen XP. Stellt wieder her, steht ein Spieler ohne Ziel. Körperlich Bodenhieb. Erhöht Präzision um 600. Okay, da steht keine Kraft jetzt bei dem zufällig. Machen wir hier. Stellt. Das weiß ich, Energie wieder her. Wo steht es? Achso, 277, genau. 277 pro Hieb. Ja. Und da, hier steht bei dem 1000. Hier. Das, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Einfach normal. Da steht 1000. 200 bis 1000. Je nachdem, wie low im HP ist. Die Kategorien sind jene, welche du via J verstärken kannst. Ebenso mit Attributen auf Rüstungen. Ja, ohne den 300% Buff ist es von. Habe ich auch gemerkt heute. Aber ich hatte den 300% Buff die ersten Stunden. Ich habe in den ersten Stunden mehr gemacht als die letzten Stunden. Aber einfach mal gemacht. Fertig. Zum Schauen, wie es so ist. Ich fand's okay. Ich habe 2 Millionen gemacht. Das waren ungefähr 10%. Bisschen mehr sogar. Und es hat gepasst. Ich muss auf jeden Fall, was gesagt wurde, das hier. Warte mal, bei grün das hier machen. Genau. Das muss ich auch bei meinen nochmal reinmachen hier. Bei meiner Skillung hier. Zack. Ja. Grün ist ja schon sogar. Hier habe ich den Erfolg gemacht, Sherpa. Hier, da. Da. Das ist ganz entspannt. Hier am Rand müssen schwimmen. Bleib am besten ganz am Rand, damit die dich hier nicht sehen. Okay, ist das falsch, Frost? Da habe ich gemacht. So. Also ich habe eben das hier geskillt gehabt, weil ich den. Ich hatte eine Skillung gerade gespielt ohne Hohn. Und dann war ich halt low im HP. Ich hatte das vorher, ja. Also ich hatte das, weil wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben die Tage. Und dann habe ich bei dieser einen Skillung, wo ich keinen Hohn habe, habe ich mich nicht hochheilen können. Da war ich immer low. Bei Hohn kriege ich ja 25% Heilung, wenn ich sterbe. Wenn die sterben, während es aktiv ist. Guck dir recht an. Also das hier, ne? Gewährt dir und deinen Verbündeten in einer Reichweite von 10 Metern. Also ich krieg 30 Kraft einfach. Du brauchst mir nicht zwingen. Es geht nur darum, dass ich es verstehe, warum ich das anklicke. Das zwingen, es kommt gar nicht in Frage. Ja, weißt du? Geht darum, dass ich verstehe und sinnvoll kombiniere, warum ich das drücke, weißt du? So. Linkstick, Mensch, Puls, Hals. Wie, ich heile die Random Mobs? Heile ich die auch, nicht nur mich? Ist der Linke nicht dafür gedacht, dass du dich mit dem Hammer hochheilst? Ich habe den zwar nicht geskillt, aber den Hammer. Wenn du mit Linkstick Range pulst, heilst du immer Random Mobs beim Linken. Der Linke funzt immer nur beim Target. Nein, an der Location der Random Mobs, Duli. 50 Kraft links. Also. Ja, das ist anders bei denen. Die sind halt ein Jahr voraus mit dem Patch und mit allem. Die haben auch den Kranz und sowas abgeschafft. Sekunde, wenn du schaffst, länger als Sekunde Hammer zu machen. Ja, nee, das mache ich. Ist ja im besten Falle ja nicht. Weil du hast ja 7-fach Stacks und du hast den Hammer. Da musst du also das hier. Okay. Je weniger du stehen musst mit dem Hammer, desto besser ist es. Weil wenn du mit dem Hammer stehen musst, bist du tot. Weil du kannst nichts. Achso, weil man mir das vor einer halben Stunde genau andersrum erklärt hat. So. Das habe ich schon gecheckt. Das habe ich schon gemacht. Macht ja auch Sinn. Nicht jemand Dotte, okay. So, trotzdem bin ich nicht sicher. Also den stärksten Kraftgedönse habe ich hier gesehen. 200 bis 1000. Hier ist es halt, ne? 100, 180 und so weiter. Bei dem ist es halt pro Schlag 277, aber es haut ja ultra rein, weil es total schnell ist durch die Stacks vom dem. Und selber ist halt mit dem epischen Instant Full Speed. Und skaliert das? Ich habe den Speed von Hohn, ich habe den Speed von dem Drehsprunghieb und den Fullspeed vom Berserkerschmetterer. Die drei versuche ich zu nutzen, wenn ich den Hammer voll drauf haue. Müssen die skalieren, aber auch mit dem Zyklon. Also der siebenfache Stack skaliert, der Hohn müsste auch skalieren. Denn wenn ich jetzt hier so den Tour mache, ist er ganz langsam. Schau mal, ganz langsam.
Wenn ich die Stacks aufbaue, ist halt ganz schnell. Und dann noch mit dem 100 zu, bin ich mir nicht sicher, müssen wir mal gucken. Stacks aufbauen, so 100 zu und go. Ich nutze den Huhn ja, um mich zu heilen. Und also ich ersetze quasi einfach nur den Hammer und... Und wie ist das mit dem Rüstung zerreißen? Das tut doch auch gut eigentlich. Also das Target ist bescheiden, ne? Mein Northguard. GZ, haben wir einige bekommen anscheinend. Geil, nice, nice, freut mich. Ich hatte die meisten gestern schon drin. Der Zyklon baut den Schaden erst auf, meinst du? Ja, cool. Ach so, cool war wegen dem Drops bekommen, nicht wegen dem Ding. Ja, also ich habe eigentlich den Zyklon jetzt einfach mal... Ich habe immer mit dem Schmetterer gespielt, ich habe den Zyklon ersetzt, damit ich ein bisschen Freiheiten habe beim Dodgen. Kann ich ja hier ersetzen, hier die Punkte rein und kann dann doppelt Charge sogar nehmen bei dem. Das wäre halt dann die andere Skillung. Das kann ich doch nicht machen, dann mache ich halt die Kette doppelt. Passt, ist egal. Das wäre halt die nächste PvE-Farm-Skillung. Einfach den Hammer ersetzen dadurch. Wild, wild, wild. Da hier das, Hohn und... Okay, die kommen nicht zusammen. So habe ich halt sieben Stacks. Erdrausch, Hohn und... Was ist das? So habe ich keinen... Achso, ich beschwöre auf den Boss. Dann zack, zack und go. 3-5, 2-5, hast du recht. Oder 6 hat er, okay. Nö, das ist ja auch okay. Ich weiß ja, dass der Ultra mehr Schaden macht. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem Zyklon halt entspannter, mobiler bin und nicht so aufpassen muss wegen Dodgen. Also kann ich halt mehr so Brain AFK farmen, weißt du? Weil mit dem muss ich halt hier stehen, wenn irgendwelche Fähigkeiten sind, muss ich stoppen und dann aus dem Weg gehen. Bei den kleinen ist es scheißegal, aber bei größeren. Wenn halt die roten Flächen auf den Boden kommen zum Dodgen, kann ich hier stehen bleiben. Hier das machen. Ich muss auch nicht mit 7 Stacks, das klappt, das reicht noch ein paar. Das ist vielleicht noch 5 oder 6, je nachdem. Genau, das mache ich auch, wenn ich weiß, dass jemand stunt, drücke ich Q-Feuer, damit ich nicht gestunt werde. Genau. Stimmt, das mache ich auch noch. Genau, das ist auch noch die rote halt hier. Ich baue 7 Stacks auf. Also ich pull erstmal. Genau, deswegen habe ich ja Q drin. Dauert so lange hier. So, dann baue ich die Stacks hier auf. Die sterben jetzt eh vorher schon, wenn wir Stacks hier drüben aufbauen. So, 3, 2, Q und dann zack. Genau. Mit der rechten Runde beim Support heilst du dich auch random, ohne dass du ein Target angreifst. Ja, habe ich gesehen gerade. Schau so. Zack, ist nicht so. Ja, dieser Kreis um mich herum meinst du? Ja, habe ich gesehen vorhin. Sehr geil. Das macht ja auch Sinn. Ich habe den Mahnenbaum so geskillt, wie mir das Matze gesagt hatte. Der hatte auf der koreanischen Mission gespielt. 5 Monate oder so. Diese Skillung hat, glaube ich, auch der andere im Video. Der es erklärt so ein bisschen. Der Arschilla mit A irgendwas, das streamt ja auch. Auf Orange rüber. Was ist denn Orange? Das ist grün? Das ist blau? Orange ist das oder was? So, hier. Ich spür's es gerade, okay. So, 3, 2, Q, 1 gedrückt haben. So, wenn ich noch jemand ziehen will, nehme ich halt das Ding da. Baut die Stacks, habe ich jetzt verloren gehabt, weil ich halt ein bisschen getötet habe. Hier zum Charge noch ein bisschen Mana. Ich warte nicht immer auf den Hohn. Dann hier das da. Hohn und go. Die anderen Golddinger, gehen die nicht oder was? Was ist ein Schmarrn? Ja, ist jetzt gut hier, was ist mit dir? Und was ist mit Survivability? Reden wir noch über den Warlord oder wie? Oh, ich will irgendwo in Sicherheit hingehen. Ich habe dir das mal geschickt, warum ist das jetzt immer besser wegen mir Schaden? Ich dachte, mir für den Schurken links zu gehen, wir können hier ja rechts, sind wir nicht sicher. Dachte, dass Schaden eigentlich immer gut bei Tank in der Mitte ist klar. Ich spiele auch Warlord, ich weiß nicht, wie der Stat in Deutsch heißt, aber es gibt einen. Der dir prozentual Life Leech gibt. Ja, Lebensentzug oder so, keine Ahnung. Stimmt, ist nicht. Einfach nicht aufhören zu attacken. Also, was ich an Schaden mache, kriege ich als Life Leech dann. Und ich. Das ist dann wo? Ist das bei dem Mana-Ding oder bei dem J-Ding? Halt gar nicht. Ah, okay. Du hast hier gestartet und bist hier rüber. Uiuiui, und dann auf Gelb. Du hast ja alle Farben gemixt hier. Was hast du denn da? Was ist denn hier oben überhaupt? Verkürzt die Uplink-Zeit. Hier, was ist hier Main? Körperschaden, Magieschaden. Krit-Trefferrate? Was ist dann hier? Krit-Treffer ausweichen um 10? Mal kurz schauen. Der hier. Warte. Der Typ ist ja eh mal auch immer live hier. Videos. Das hier. Der hat. Was ist denn sein Mana-Baum überhaupt? Ich hab mir so ein bisschen PvP auch angeschaut. Gesehen wie von Stan halt. Aber ich weiß nicht, wo sein Mana-Baum ist. Hat der den überhaupt nicht gezeigt? Was ist denn dem sein Mana-Baum? Der zeigt den gar nicht, oder was? Bin mir nicht sicher, zeigt der hier sein Mana-Baum? Nee, das ist kein Mana-Baum. Wenn du kein Skill ready hast, möchtest du deinen Baum gegen meine Anaconda antreten lassen? Let's go! Anaconda Beste! Dann spielst du ohne Ding, oder? Ohne... Diese ganzen Spells vom Namen her. Flinkheap. Hatte ich auch so?
dass ich kein Spell ready hatte oft und habe ich einfach Flinky benutzt. Habe ich immer ready. Jetzt kann ich immer so als Filler nehmen. Und zum Pullen. Okay. Wir machen jetzt No Risk, No Fun. Ich werde jetzt einen Transzendenzstand nutzen, also sag ich mal rausschmeißen. Und schauen, ob ich mit der Skillung, die ich bekommen habe von hier Specky und Wookie. Die haben gesagt, wir spielen beide. Die sind auf Stufe 30 anscheinend in dem Verlies gekommen. Ich werde die halt für Bosse anwenden, sonst mache ich mal eine normale AOE-Skillung halt. Die sind hier auf Stufe 30 gekommen und ich bin bei Boss 20 gescheitert wegen Schaden. Er hat mich nicht töten können, ich habe ihn auch nicht töten können. Oh, 20% Crit Damage, ist schon wild, oder? Deswegen bin ich bei diesem Boss hier gescheitert und ich werde jetzt so einen Stein raushauen. Ich habe E13, um zu sehen, ob die Skillung funktioniert. Auch wenn ich sie noch nicht perfekt beherrsche und vielleicht noch falsch spiele, hab Bock. Das wäre dann die Skillung hier. Er meinte zwar noch, ich soll hier auf links gehen, da, weil ich mich dann besser gegenheilen kann. Das ist, genau, ich gehe nochmal schnell schiffen, in der Zeit könnt ihr ja schreiben, was ihr meint. Ja, ich gehe nur schnell mit der Toilette. So, also für mich wird das mein Main Game werden. Ich weiß nicht, wie das Main Game, das Endgame wirklich aussieht, aber für mich wird das sein, dass ich versuche, die ganzen Solo-Verliese, Solo-Dungeons so gut und so hoch wie möglich und so schnell wie möglich abschließe. Das ist halt mein Anspruch. 1 gegen 1 Arena und der Rest wird alles Bonus sein. Ob wir jetzt Gruppenquests machen oder Gruppen Dungeons oder später Raids. Ich möchte mir auf dieses Solo-Ding spezialisieren und das so gut wie möglich üben. Ich glaube sogar unter mir, oder? Oder genauso, weiß ich nicht genau. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Was für Gearscon-Level hier an Nordgard, wo ich gefragt wurde. Moin Chaos. Ete Petete, Pete, was geht? Bevor du reingehst, dort drinnen macht links Sinn. Draußen nicht. Drinnen hängst du eher im Arsch vom Mob. Da ist es ja Wayne, wo geheilt wird, wenn du eh dran stehst. Okay, machen wir das. Müde, das geht ja same. Ich bin halt immer so ein bisschen müde. Grünmüdigkeit ist eh immer da. 2 Stunden mehr gegönnt heute Nacht, ein bisschen auszuruhen. Dann früh aufgestanden, rasiert, geduscht, Frühstück und so weiter. Habe ich einigermaßen hingekriegt. Ja, gut. Wo kann ich Runenfarbe wechseln bei meiner Rüstung? Bei dem Tauschfuzzi da. Gibt es auch so eine Stadt oder was? Hier, Expert für Neuvergabe. Außer ein Rüstungsteil. Was du halt kaputt machen kannst. Hier, nimmst eine Brust, deine Main-Brust, nimmst eine andere Brust, die das die richtige Farbe hat und versuchst zu tauschen. Ich klicke immer hier so drauf. Wo sehe ich alle? Wie meinen? Also ich klicke immer hier drauf. Und also ich habe jetzt verstanden, ich sehe irgendwo, das, wo die ganzen Händler sind oder was. Experten für Neuvergabe. Oder war das der falsche Kontext? Mir ging es jetzt darum, wo die Händler sind. Und dann heißt es, bei dem Fenster sehe ich alle. Ach so, ja, das weiß ich nicht, was damit gemeint hat. Welches Fenster ist das? Falsches Fenster. Und der J. Ja, hier rechts, die alte Route. Da hier. Das meinst du hier. Ja, ja, das Fenster. Ach so, links. Ach du Scheiße, das ist dieses Ding. Lol. Das ist das, was er im Video hatte. Das wusste ich ja nicht. What the fuck? Da muss ich nicht immer so hin und her wurschen wie so ein Idiot. Das ist ein Vergessen, was ich da gemacht habe. Einfach eine andere Ansicht. Alter, viel einfacher. The fuck? Es ist ja Game Changer. Imagine Game Changer. Ach so. Lol, ich wusste nicht. Ich dachte, das ist einfach eine andere Spielversion aus Korea, das weiß ich. Einfach eine andere Ansicht von dem Ganzen. Ich habe mich halt nie noch einfach hier, okay, rüberklicken, gut ist, aber viel entspannter. Hier siehst du ja alles gleichzeitig. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, da haben wir aneinander vorbeigesprochen. So, okay. Ja. Und ich nicht, oder was, Brennstoff? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Frech? Wo bleibt meine? Der Fix? Ja. Gut. Ja, Chiller. Nicht gewusst, dass das Fenster hier gemeint ist. Wie geil, du kannst alles auf einmal sehen. What? Game Changer hier. Das ist geil. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, schauen wir mal, ob wir den Boss schaffen. Was ist mein Main-Ding? Aufzubauen die Stacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsam dann. Dings da. Erdgedönse und. Okay, und dann kann ich hier noch Energie aufbauen mit dem. Mit Charge kann ich auch aufbauen, Energie. Ich glaube nicht, dass es da Trash gibt bei dem Boss, keine Ahnung. Also ein Boss und fertig. Und die Skill hat auch um. Bei Trash eine andere Skillung, beim Boss die Skillung halt. Würde ich machen. Da schaut man kurz nicht hin und er hat mir ein bekanntes Fenster aufgemacht. Geil, oder? Mir war Beste. Richtig schön saftig amerikanische Fettpizza. Wichtig und richtig. Und wichtig, da hast du vergessen. Gleich mal checken. Was man hier alles lernt, oder? Voll geil. Ich sag mal gern geschehen, ihr waren. Hab ich aus eigener Kraft gemacht. Hat mir ja keiner geholfen. Siehst du? Ich gebe mir auch mal richtig Mühe. Was hast du überhaupt gelernt? Schade, mein Feind heißt es. Es gibt nur die rote Fraktion. For the Horde. Blau ist ekelhaft. XD. Wer will schon etwas mit Non-Horde
Horde zu tun haben. Zwinker-Smiley. So sehen meine, so meine Twitter-Beefs aus, Kappa. So, let's go! Hand hier. Warte, ich muss eigentlich die beiden tauschen. Ich bin 20, hab die vorher nicht geschafft. Ich fehle mit 6. Ich habe auch nichts zum Fillern hier, das ist total komisch. Guck mal, wie wenig Energie weggeht von dem. Ich kann halt nichts im Filler. Für nichts, was soll ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kein Filler. Wir stehen im Blaze Storm, ich hab mein eigenes Ding an. Ich krieg kein Damage raus hier. Kann zwar das nochmal machen. 7 Stacks sind an. Bin ich gestunt. Mache ich hier Meter an. Kann ich immer stehen bleiben? Ich weiß nicht, wie er 30 geschafft hat. Natürlich habe ich die Stacks halt nicht gut im Griff. Aber ich komm nicht auf den Schaden. Ich komm hier nicht auf den Schaden, Leute. Was soll ich? Mach Meter an währenddessen. Ich komm nicht auf die. Ich kann. Also. Ich, wenn ich die Stacks halt 100% aufrecht halte, komme ich vielleicht hin, ganz knapp. Aber wie können die Level 30 schaffen mit dem, mit der Skillung? Ich komme da nicht hin mit dem Damage. Ich habe 3 oder 4 Mal die Stacks droppen lassen, klar. Hätte ich mehrfach mit dem Hammer draufhauen können. Das war auf jeden Fall Fail, aber die schaffen einfach 30. Und ich bin bei 20 und kriege den Damage nicht raus. Und ich kassiere auch kein Damage, ich kann mich easy retten. Ohne Scheiß, hol dir Durchbruch Offhand für 35 Tokens. Was genau bedeutet dieses Durchbruch jetzt eigentlich? Bedeutet es einfach nur, dass ich nur limitierte Rüstung anziehe bei 35, 40 und 45, was weiß ich? Oder tut es die Rüstung zerbrechen, von dem man schlägt, ignoriert die Rüstung oder so? Oder wie? Oder es bricht. Es bricht, okay. Genau, wenn man es upgradet, bricht, geht es kaputt, okay. Dann verstehe ich es richtig. Das habe ich, wie bei den Runensteinen, wenn man... Chance, wenn es erfolgreich ist, okay, ansonsten geht's kaputt. Ende der Geschichte. Und an dieser Scheiße kommt man noch nicht so einfach ran, oder nicht? Aber ich habe gesehen, ich habe den Schaden nicht. Guck mal, vielleicht habe ich die, ja. Ich bin weitergekommen als mit meiner Skillung, okay. Aber ich kannte den Boss jetzt. Bei meiner Skillung war ich das erste Mal da und war ein bisschen überwältigt. Immer, also ich kannte jetzt den Boss ein bisschen. Schade, dass keiner von den beiden noch da ist. Bist du noch da, Wookie? Hast du geschafft, 37, oder? Hier. Ja, gut. Klassenübergreifend kannst du das gar nicht vergleichen. Wenn ein Slayer dahin geht, dann vernascht er alles. Wenn du mit dem Schurken dahin gehst, vernascht du alles. Also das ist halt auch so eine Sache, ne, die mich halt auch... Ich möchte hauptsächlich Solo-Content genießen. Wenn man mal ein paar Gruppensachen machen, würde ich ein paar Sachen tanken. Das ist okay, das ist kein Problem. Aber hauptsächlich Solo-Content. Und da glaube ich, ist der Slayer der Falsche. Der Slayer, der Warlord, der Falsche. Natürlich machst du mit deinem Ele 35 Ultraschaden im Vergleich zu meinem. Das ist ja das Komische. Ich möchte bei dem Spiel den Solo-Content genießen. Wenn wir dann Dungeon Raids machen, kein Problem, kann ich tanken. Das mache ich jedem anderen Spiel auch. Oder WoW. Aber ich möchte mich hauptsächlich auf Solo-Ding konzentrieren. So hier. Mein Ziel ist es, alle Solo-Sachen schön, so best wie möglich, gut wie möglich zu spielen. Das muss ja trotzdem gehen. Also ihr meint, die Offhand hält mich zurück oder was? Ich brauche aber eine Offhand mit diesen 6 Dingern, sonst komme ich da nicht hin. Und wenn ich die aber eine Durchbruch-Offhand habe, kriege ich einen 5. Spell. Was ich damit meine, ich brauche, ist es so, hat man es mir halt erklärt, das Spiel am Anfang oder so. Ich habe genauso die gleichen Fragen gestellt wie jetzt und jetzt bekomme ich halt andere Antworten als vor ein paar Tagen. Das meine ich halt damit. Ja, nee, wenn ihr sagt, das, was ihr jetzt sagt, ist richtig und wichtig und wichtig, dann meint das, was ihr sagt. Inter 4 Steine, wo verstecken sie? Mein Wallet hat 450 GS, Durchbruch, Waffe plus 8 und ich schaffe den Boss auch nicht. Nee, chillt, man, mach mal das Schmarrn, ich höre schon auf euch. Ich habe ja gesehen, dass es jetzt so nicht geht und fertig. Ich möchte ja das Optimalste rausholen. Ich habe euch als Quelle und dann probieren wir halt aus, fertig. Ist doch alles gut. Wir schauen uns mal gleich die Stats an, wie ihr gesagt habt. Von der Durchbruch Offhand, darüber reden wir. Genau, das mit dem Durchrechnen will ich ja machen. Denn ich möchte mich mit dem so gut wie möglich beschäftigen. Das sind halt immer unterschiedliche Aussagen. Da muss ich erstmal gucken, probieren und differenzieren, was da passt oder nicht passt. So. Okay, bei dem Dungeon-Gedönse da. Muss ich wieder schauen, wie ich da hinkomme hier. Ist das Markentausch? Nee, das ist das hier. Warte, das ist dieses gelbe Ding da. Das da. Das ist das da. Ist das richtig? Nee, das ist das da. Wo ist denn da? Momentum, Rüstung, Momentum. Also Momentum ist nicht Durchbruch. Okay, warte, die Kiste mit Durchbruch. Waffe, Rüstung. Zählt denn das als Waffe oder was? Schon, oder? Die Dinge. Okay, machen wir das mal. Bilden wir mal das Schild. Okay, Schild habe ich. Okay, so habe ich. Ich habe das Schild. Min und Max Damage mit deiner. 192, 121, 212, 134, schon eine Menge und auch Stärke ist halt ultra, ja, ist halt 70 mehr, ja, 70 mehr. Und jetzt kann ich sie ja noch buffen, also erhöht den Schaden 10 Sekunden lang um 3%, wann immer ihr einen Rückenangriff trifft, 10 Stapel Max in 1 Sekunde. Na gut, dann haben wir das halt hier, schön. Dann ziehe ich das an und lebe damit.
Und ich habe den fünften Skill. Das ist halt geil. Aber Taste 5 ist halt so weit weg. Was soll ich denn da hin tun? Irgendein Death oder so ein Scheiß. Okay, und ich kann die ganzen Spells natürlich jetzt nicht nutzen. Also ich kann die Skillung ja nicht mehr spielen, weil ich die Punkte nicht habe. Okay, jetzt müsste man eine Skillung finden, die minus 23 Punkte entspricht und ich dann trotzdem irgendwie gut spielen kann. Das ist das nächste Ziel dann. Oder irgendwie die hier rauszunehmen oder so. Nebenwaffe, ja. So, jetzt haben wir halt... Ich finde immer noch ein paar Punkte hier. Wie bekomme ich jetzt da mehr Punkte rein? Ich habe jetzt zu wenig für die Skillung. Ne, ich habe die Weiß noch gar nicht benutzt. Ich weiß auch nicht genau, warum ich die benutzen soll. Keine Ahnung. Ist das nur so ein Lückenfüller, weil es bei jeder Farbe geht? Oder? Eine Skill und den ausnehmen, die sie nicht brauchen. Pusht mehr Werte hoch? Wie? Aber es gibt trotzdem nur 2 Punkte, gell? Doch, Fertigkeit gibt es dann 2 Punkte. Ein Punkt, 2 Punkte. Das ist 20. So eine wäre halt noch geil. Ne, ich habe nicht noch so eine. Die gibt 0 Punkte. 20, 0. So. Auf jeden Fall, ja, Luminous ist halt schwer. Das habe ich auf 4 und ich habe auf 5 das nicht geschafft. Und ich habe halt nur noch 1 und ich kann die Woche keins mehr holen. Ja, aber die Skillung enthält nun mal das hier. Kann ich rausnehmen, ist ja okay. Durchbruch, Chargen doppelt. Wäre schon nicht schlecht, aber wenn es ja nicht sein muss, dann halt nicht. Ja, im Endeffekt, wenn ich alles rausnehme, brauche ich gar nichts mehr. Wenn ich raus und gut ist, brauche ich dann nichts mehr. Chargen einmal, Ende der Geschichte. Fertig. Das war's. Dann tue ich hier wieder die 12er drauf und fertig. Mal kurz laden hier. Minus 19, nehme ich die draußen und fertig. Zack, das war's. Jetzt habe ich's. Okay, so. Okay, dann soll ich nicht den Block mitnehmen oder für die... Oder doch den Hohn mit reinnehmen? Ich weiß nicht immer, weil ich die Gerechtigkeit nutzen soll. Am Schluss, wenn er fast tot ist, mit mehr Schaden. Den Hohn mit reinnehmen? Keine Ahnung. Ja, irgendwas kann ich mit rein, ich weiß nicht. Können wir noch schauen, okay. Luminous bekommst du im... PvP, zum Beispiel 2 Stück für diese Marken. Du machst PvP, du kannst dir die 2 Kisten holen, 2-mal die Woche. Fighter, PvP, 10. Dann musst du im Verlies das 5. Level schaffen hier. Kriegst du nochmal einen. Und den 3., da brauchst du 1200 Punkte von dem da. Also 4 gibt es. Kannst du dir pro Woche erspielen. 270. Gibt es irgendwo einen Indikator, wo ich sehen kann, was ich für einen Damage machen kann? Wenn ich jetzt hier schaue, 277 bleibt, egal was ich anlege. Erdrosch bleibt auch. Ja, ja, aber so in der Anzeige nicht. 74? 74. Ist alles gleich. Das ist auch nur der Skillcraft. Okay, wir hatten vorhin 3,5, 3,6er. Wieso ist das Ding eigentlich weg jetzt hier, der Huhn? Was ist mit dem? Geht das nicht? Mit der AP-Anzeige kannst du farmen. Deine Sachen im Haus anpflanzen und du kannst halt nicht